Hey Leute, ich bin's ja wieder. Und ihr fragt euch ja immer, wie man an die Jorvik-Schillinge rankommt. Also die Jorvik-Schillinge bekommt ihr einfach, indem ihr immer diese blauen Quests macht. Die sind bei den ganzen Stellen halt hier auf der Map, wie, je nachdem wie weit man halt schon gelevelt hat. Also in Fort Pinter gibt's die auch, in Silverglade halt hier überall auf der ganzen Map. Je nach Level halt. Und da kann man dann halt immer diese drei Aufgaben erledigen. Also immer misten, füttern und tränken. So, das machen wir jetzt eben auch mal alles. Und wie ihr seht, bekommt ihr für jede Aufgabe, die ihr dann erledigt, 30 Schilling. So, wir schnappen uns jetzt dann eben schnell die Schaufel. Euer Pferd könnt ihr halt ganz normal steuern über WASD oder halt mit den Pfeiltasten. Gesprungen wird mit der Leertaste. Springen könnt ihr ab Level 5, 6, wenn ihr die Quest dann von Justin bekommen habt und Star Rider seid. Also ich empfehle euch immer halt den Lifetime Rider. Da zahlt ihr halt nur ein einziges Mal, bekommt jeden Samstag dann immer die 100 Starcoins dazu. Und die kann man dann halt immer schön sparen, wenn man sich dann ein neues Pferd kaufen möchte. So, haben wir alles erledigt, alle Fächer versorgt. Und dann geben wir bei Jenna jetzt das alles ab von den Quests und holen uns die Schillinge dazu. So. Die ersten, zweiten und dritten. Und schon haben wir 90 Schillinge mehr und wir haben den Ruf verbessert. Also hier den Ruf. Wenn ihr euch das anguckt, hier steht das dann immer. Je mehr Aufgaben man löst, halt blaue und gelbe, umso besser wird der Ruf dann halt immer auch. Und das Ziel ist es halt, überall bewundert zu sein. Bei manchen Quests, die man bekommt, muss man bewundert sein, sonst kann man die Quest nicht starten. So, das war erstmal so ein kleiner Einblick, wie man halt an mehr Schillinge kommt. Halt immer die blauen Quests machen, die an diesen Infotafeln halt stehen. Und dann bekommt ihr halt immer Schillinge, wenn ihr das löst. Und von den Schillingen könnt ihr euch dann später im Shopping Center wieder neue Sachen kaufen. Sprich, neue Trensen, Sättel, Decken, für euch Ausrüstung, Helme, Hosen, Handschuhe, Tops. Ja. Und das war's dann auch erstmal von hier, so basic-mäßig. Und wir melden uns dann mit einer neuen Quest dann wieder. Also, bis später.